Hallo, liebe Waage. Ich möchte für dich in den Dezember schauen. Zeit ist fließend und es sind kollektive Legungen, kann ich auf jeden zutreffen. Ich schaue jetzt erstmal, aus welcher Energie du kommst, in dein Hier und Jetzt und in die mögliche Zukunft. Für die Waage bitte, aus welcher Energie kommt die Waage? Waage will gar nicht sprechen. Waage schweigt. Was ist in der Vergangenheit? Was versteckst du da, Waage? Ah. Eine Partnerschaft. Und den Fußboden. Was runterfällt, ist immer nie gut. Ja. Die Partnerschaft und die rote Fahne. Für die Waage in der Vergangenheit. Und die Single-Karte. Und das Rad des Schicksals. Ein, zwei Klärungskarten noch für die Vergangenheit der Waage. Aha. Ja, nochmal. Und die News. Ja, liebe Waage. In der Vergangenheit, das ist für mich also wirklich eine Dreierkonstellation gewesen. Da gab es mehrere Personen. Entweder hattest du noch jemanden oder dein Partner hat dich noch mit jemandem anderen. Da gab das hier, das ist aufgeflogen mit dem Buch und den Geheimnissen und wir haben hier Streitigkeiten. Das ist die Vergangenheit, also hier, Karma, das Schicksal. Hier haben wir die Single-Karte, also die Trennung und das ist aufgeflogen, das ist beendet worden. Ne? Da gab es vielleicht auch schon mal Voranzeichen, eine Warnung. Aber das hat man scheinbar ignoriert. Das ist so nach dem Motto, wie gesagt, es kann dich oder dein Gegenüber betreffen. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Was ist die jetzige Energie von der Waage? Was ist der Jetzt-Zustand? Achso. Ach nö. Schon wieder der Fußboden. Ja, mal gucken. Warte, da. Und dann. Ja, deine jetzige Energie, Waage, du bist flirty unterwegs. Du hast die Vergangenheit hinter dir gelassen und ja, du bist auf der Suche was Neues oder hast schon was Neues kennengelernt. Aha. Gefühle. Ja, du hast Gefühle für jemanden Neuen entwickelt, liebe Waage. Ja, da bist du flirty unterwegs. Ach mal, die Erklärungskarten dazu noch. Für die Waage im Jetzt. Was haben wir denn da? Und wieder eine nach unten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, immer nach unten, ehrlich. So, da haben wir was Neues. Das ist auch noch nichts Offizielles. Ne? Da haben wir ja die Entscheidung. Das ist auch noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Das ist hier vielleicht auch erstmal so eine Internetbekanntschaft. Ihr habt euch vielleicht auch noch nicht getroffen. Aber wie gesagt, hier haben wir was Neues, das ist noch im Verborgenen. Haben wir das Fundament. Und die Person macht dich schon glücklich, liebe Waage, ne? Diese Person macht dich glücklich. Und am Kartendeck habe ich aber, ja, den Ex.
oder die Ex. Das ist auch noch nicht so ganz vom Tisch, ne? Hier haben wir die Wiederholung. Du bist da vielleicht ein bisschen im Zwiespalt momentan noch, liebe Waage, ob du ja dieser Ex-Geschichte nochmal eine Chance gibst. Oder ja, das Neue, was du hier kennengelernt hast, ne? Ich habe hier als Sternzeichen den Krebs liegen. Als Buchstabe ein D, ein I und ein V. Ja. Wollen wir mal gucken. Da ist auf jeden Fall was Neues, liebe Waage. Aber deinen Ex hast du auch noch nicht so ganz vergessen, oder deine Ex? Deswegen zweifelst du noch ein bisschen. Wie entwickelt sich die mögliche Zukunft von der Waage in dieser Geschichte? Schauen wir mal. Nicht loslassen können, ja. Und die Versöhnung. Schauen wir mal. Wie entwickelt sich das in der Zukunft, in der möglichen, für die Waage? Wieder der Fußboden. Wassermann. Nochmal den Wassermann und das Rad des Schicksals. Dualität. Du machst dir Gedanken, liebe Waage. Du kannst die Vergangenheit nicht vergessen. Auch wenn du was Neues kennengelernt hast. Ne? Hier ist auch wieder der Hinweis. Die neue Liebe oder die Versöhnung mit dem Ex oder der Ex. Das wird sich in der Zukunft auch weiterhin hinziehen. Ne? Der Hinweis der Karten, Gefühle sind ja da. Haben wir ja hier. Vielleicht ist dein Gegenüber ein Wassermann gewesen. Gewesen, aber weil das hier auf die Gefühle ist, wahrscheinlich der Ex. Ne? Vielleicht auch ein Stier. Das kann auch sein. Da haben wir das Rad des Schicksals. Du bist frei in der Wahl deines Zeitpunkts, liebe Waage. Das ist deine Entscheidung. Du steckst da auch im Dezember noch mit Zwiespalt. Deine Ex-Partnerschaft oder sie dich kann noch nicht vergessen. Das geht nicht. Das ist noch ganz präsent. Auch wenn du flirty unterwegs bist und was Neues kennengelernt hast und das eigentlich auch schön ist. Aber der Hinweis ist ja hier mit der 2 auch. Du musst dich entscheiden, Waage. Du musst aus dieser Co-Abhängigkeit raus. Das geht nicht. Du weißt einfach noch nicht, was du willst, wo du hin willst. Auch im Dezember nicht. Wo geht's denn noch? Ja, die alte Liebe, da haben wir es wieder. Da haben wir die alte Liebe. Ne? Da, die alte, starke Liebe. Und das Fundament. Ein Date und Hoffnung. Spontan. In der Zukunft, liebe Waage, kann das sein, dass du dich spontan mit deiner Ex-Partnerin, Partner triffst? Das möchtest du, um dir auch klar darüber zu werden, was du willst. Also das ist auch eine Entscheidungshilfe. Du wirst dich in der Zukunft nochmal mit deinem Ex-Partner treffen und ihr werdet sprechen, euch ausreden, eine Aussprache. Und danach wirst du eine Entscheidung treffen, lieber Waage. Ne? Weil in der Vergangenheit, im Moment, beharrt noch jeder stur auf seine Meinung. Was diese Ex-Geschichte angeht. Da geht man keinen Meter weiter. Aber man denkt ja aneinander. Ja, mit dem Sonnenrad.
Es war eine schöne Zeit. Auch wenn du jetzt flirtest wie ein Weltmeister, Waage, und auch jemand Neues kennengelernt hast, diese Ex-Geschichte, die lässt dich nicht los. Aber ich kann dir sagen, liebe Waage, ihr werdet euch treffen und ihr werdet miteinander sprechen. Ich hatte hier den Stier, den Wassermann und die Fische. Als Buchstaben habe ich hier ein D, ein C und ein J. Ja, das kann sowohl die Initiale deines Gegenübers sein, das kann sich aber auch auf einen Ort beziehen, auf was auch immer. Na? Gedanken sind frei, liebe Waage.